Hab ich da alle, ja. Zack, zack. Hier könnte man noch so Glasscheiben reintun. Das oh, den Baum habe ich noch gar nicht. Und ich wette, von den 38 Zuschauern ist der Großteil unter 18. Das glaube ich auch. Ja, du ja auch, oder? Wollen wir im Ansatz? Ja, ich ja auch, aber nicht mehr so lange. Ich dafür eigentlich gerade mein 18. Lebensjahr. Ach, wurde nichts angezeigt? Ah, ich weiß noch, da war hey, Alex, hi! Alter, hast du eine Zahl. Okay, genau, wow. Das ist es, Patrick, deswegen sagen wir das auch immer. Wenn man 18 wird, ist das immer so ein Highlight. Hi. Ja. Glaub mir. Warum eigentlich? Das ist volljährig. Das war damals, ich wollte damals richtig schnell erwachsen werden. Man ist dann volljährig, man darf alles. Ja. Man was muss aber auch alles. Weißt du, da fühlst du dich nur noch alt. Na komm du, ey. 17 Jahre alt und will mir was von alt erzählen, ey. Komm, du hast nicht mit grauen Haaren zu kämpfen, jetzt sei ruhig da. Denke ich, hab ich auch nicht. Das ist der ganze Stress. 84,8. Ja. Ja, Jackie bekommt graue Haare, weil sie die ganze Zeit Stress hat. Jackie. Sie muss die ganze Zeit Fürze fangen. Ja. Ja, das mit Arbeit und das alles, aber ich weiß nicht, ist halt so bei allen kommt es früher wieder auch naja später, ne? Fängst du auf der Arbeit auch Fürze oder was? Ich mach hier oben eine Sonnenterrasse ja, von den drauf. Alten. Ich stehe am Waschbecken und zeig dir mal, was ein Pups ist, ey. Wenn du trocken nach Hause gehst, ist alles gut. Scheiße. Oh also Gott, Jonas, das war wahrscheinlich sogar richtig. Jonas, es kann sein, dass dein Abo nicht angezeigt wird, weil du deine Abos auf privat eingestellt hast. So oft wäre ich jetzt auch nicht angekackt. Vielleicht alle zwei Tage einmal oder so. Außer es gibt Sauerkraut. Sauerkraut gibt es immer die schlimmste Zeit, ey. Aus wie meine Mutter macht den Beruf auch und. Ist das schlimm? Das ist eklig. Ach. Ach, Schlimmeres. Das ist ja, menschlich. Gut. Ich meine, du gehst doch auf Toilette und putzt dir deinen Arsch ab. Ja, ja. Ja, ja, aber es ist meiner. Ja, aber, ja, aber so. Wenn du irgendwann mal in dem Alter bist. Ich hab oder das so, nur so gesagt. Ich weiß, so, ich hab neue Setzlinge gefunden, die habe ich alle mal gepflanzt. Ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube, richtig, wenn du so einen Beruf hast, dann musst du auch damit klarkommen können. Ne? Sonst brauchst du den Beruf auch gar nicht ausüben, wo ich eher mal ein Problem mit hatte. Brothers oder so. Guck mal, der LP Patrick schreibt, es geht ja nicht um das Alter, ich finde, es geht eher um die geistige Reife. Ja, nehmen wir den Skywalk, der ist 16, und vom Geistigen her 5. Kommt der Julian an, der ist 2. Ja, immer doch. Das war ja wohl nix, ne? Da können wir sich so gut artikulieren. Wo ich am Anfang mit zu kämpfen hatte, gut war ejakulieren, kann sie, ja. Artikulieren. Wo ich am Anfang eher mit zu kämpfen hatte, statt mit den, also mit Ausscheidungen, oh, war eher mit dem Tod. Ja, das glaube ich, dass das noch schlimmer ist. Ja. Boah, das ist echt krank. Ja, aber es ist so, du begleitest ja, du musst ja so denken, die Leute werden auch erlöst teilweise. Ja, ja. Und sie das ist halt nun mal, das Altersheim ist nun mal dafür da, dass sie auch irgendwann ihre Ruhe finden und sterben können. Ja gut, ne, sie haben halt die haben ihr Leben gelebt, ne? Richtig. Das muss man so. Ja, und wir sind halt dafür zuständig, ihnen das Leben noch kurz vorher noch richtig schön zu machen, weißt du? Ja. Die kriegen alles von uns. Wir erfüllen jeden Wunsch. Ja. Teilweise sind wir auch für manche die Familie, die einzige Familie, die noch haben. Mhm. Ja. Oh, ich meine Weihnachten. Ja, heftig. Ja, das ist krass, ey, wenn du an Weihnachten dann nur so Leute siehst, die keine Familie haben. Ja. Das tut weh. Viele werden abgeholt, aber viele sind auch bleiben noch da und haben keinen mehr. Heftig, ne? Ist ja mir auch richtig krass vor. Und vor allem Omis und Opis sind so süß. Ja. Ja. Deswegen finde ich das so schade, dass die heutige Jugend keinen Respekt mehr davor hat. Die müssen sich alle mal irgendwie vor den Kopf einblenden, dass sie auch irgendwann alt werden und nicht scheiße behandelt werden wollen. Richtig. Hashtag ist so. Ja. Wahre Worte. Ich habe immer schon alten Menschen geholfen. Auch früher, wo ich kleiner war, ich im Bus gesessen und hab dann Platz gemacht. Weißt du? Ja, man steht eigentlich auch. Ja, ich man steht das, auf. Ich hab das die Tage im Bus gehabt. Ich glaube, Freitag war das, glaube ich, gewesen. Auch mit dem Bus gefahren, weil er. Genau, Freitag war das. Dann habe ich den Mietwagenzug gebracht, setze mich in den Bus rein, fahre eine Bushaltestelle weiter, steht ein Opa auf und fällt erstmal hin. Oh.
Ja, das erste, was passiert, kein Schwein, nur am Glotzen. Eine so um die 40 Sackkacken 30 oder ruft doch einen Krankenwagen, wo ich mir dachte, Alter, ey, komm, halt die Fresse. Hä? Ey, selbst der verkackte Busfahrer ist erst aufgestanden nach Aufforderung. Hä? Und dann hat er dann, weißt du, ich brauch keinen Danke oder so. Aber zumindest vom Busfahrer hätte ich ja wenigstens mal Danke sagen können oder so, ey. Ja. Und da habe ich echt nur gedacht, ey, meine Fresse, ey. Echt. Was ich schlimm finde, ist zum Beispiel mit dem Krankendienst. Wenn du einen Notfall hast, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt im Krankenhaus. Ja, wie. Nee, warte mal. Was? Was wolltest du sagen? Pass auf, für junge Menschen sind sie richtig schnell. Also ein Krankenwagen braucht ja eigentlich nicht lange. So, wir hatten jetzt aber häufiger den Fall, wenn wir einen Krankenwagen gerufen haben, die kommen ganz gechillt reingelaufen. Ja? Ja, die tun so, ja, es drängt ja eh nicht mehr, weißt du? Ist eh egal, ne? Ist eh vorbei. Und dann denke ich mir teilweise so, Alter, ihr Arschlöcher, jetzt macht hinne. Ja. Ich weiß nicht, wir werden alle alt und wollen alle gut behandelt werden. Und ich mache den Job, weil ich finde alte Menschen süß. Und ich finde, jeder braucht Hilfe. Und auch die brauchen Hilfe. Und ich mache ihnen halt das Leben noch so angenehm wie möglich. Ja, das ist auch echt schön. Schöne Worte. Es ist so. Du musst echt mal Werbung machen für den Beruf, dass mal Leute das auch machen wollen, ne? Ja, die werben bei uns zum Beispiel, der Phoenix, die werben alle. Die werben alle. Nur noch, also die ganzen Häuser werben damit, dass 3000 Euro Startguthaben und. Mhm. Aber es kommt keiner. Ist so. Ja, das ist aber auch echt schwierig, glaube ich, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht damit klarkommen könnte, wenn ich das sehe, wenn die Menschen dann sterben um mich rum. Also, wenn jetzt jemand gestorben ist und du kannst sowas nicht, dann haben wir auch einige, die gehen dann auch nicht da rein, dann macht das halt jemand anders. So ist das dann halt so. Also ich habe das am Anfang auch nicht so abgekonnt und dann bin ich auch nicht reingegangen und habe jemanden vorgeschickt und die machen das dann halt auch alle, ne? Also du wirst, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Aber du kannst dann quasi trotzdem auch den Beruf machen. Ja, du kannst den Beruf machen und wenn du dann zum Kollegen hingehst und sagst, ich möchte da nicht rein, weil der gestorben oder weil der Tote drin liegt oder so, ne? Mhm. Dann geht halt der Kollege dann für dich rein. Also du wirst dazu nichts gezwungen, gerade was den Tod betrifft, nicht. Mhm. Weil, ja, auch wegen dem Psychischen, ne? Ja. Es geht halt nur darum, dass es halt einfach weniger machen, weil die wollen, ja, wenn man ehrlich ist, studieren die meisten nur noch. Die wollen nicht mehr richtig arbeiten. Wie? Teilweise. Ja, es fällt mir hier in Würzburg extrem auf, dass es einfach nur noch viel zu viele Studenten gibt und keiner will mehr richtig arbeiten. Voll viele Berufe gehen richtig aus, so. Okay. Ja, und Altenpflege ist ein aussterbender, also ein sterbender Beruf. Ich bin schon richtig Matsch im Kopf. Aussterbender Beruf hoffentlich nicht. Ja. Irgendwie brauchen wir ja noch die Leute. Jetzt wird es immer weniger. Es kommt fast keiner mehr. Es will fast keiner mehr den Job machen. Teilweise dann nur noch welche, die dann hinterher wechseln in den Krankendienst. Mhm. Ja. Deswegen werden jetzt die Ausbildungen zusammengelegt. Krankenpflege, Kinderpflege und Altenpflege wird zusammengelegt. Die machen 3 Jahre alle zusammen dieselbe Ausbildung. Müssen in jeden Beruf einmal reingehen. Und danach können sie sich auch also noch mal 1 Jahr dranhängen und speziell auf den Beruf fortbilden. Jackie, was bist du vom Beruf, wird gerade nochmal gefragt? Altenpflege. Genau, so lange ist wie wir bisher keine Lust mehr haben. So. Jetzt seid ihr dran. Hm? Mit was? Was? Ja, wer kommt jetzt zur Altenpflege? So. Nein, das ist nicht jedermanns Sache, das stimmt schon. Ist halt so. Ist halt hart. Ja. Wir werden alle mal alt und wir werden wahrscheinlich alle keine Altenpflege mehr bekommen. Außer ja, die Polen. Das ist krass, ne? Dass Polen, man das eigentlich schon weiß, im Grunde, dass man selber wahrscheinlich alleine dastehen wird, wenn man sich das nicht leisten kann. Das klingt zwar echt doof, ne? Hm. Aber wenn ich alt bin, gehe ich nicht ins Altersheim. Nee. Mm-mm. Wieder da. Weil im Altenheim ist es halt einfach nur noch Abfertigung, weil es viel zu viele alte Menschen gibt, viel zu wenig Personal.
Und dadurch kann man gerade mal die Pflege durchziehen und hat Jonas nicht mehr viel. Jonas will auch Altenpfleger werden, guck mal. Schreibt oh, das ist gut. Cool. Ja. Ich hole mir so eine Polin oder so eine Tschechin nach Hause. Ja, das stimmt. Das hatte meine Oma tatsächlich auch. Ja. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Oder du machst halt, also nimmst die Polin, Tschechien da also mit und dann ab nach Malle oder so. Kann sich da pflegen. Wenn du das Geld für Malle hast, ja. Ja. Sie, was soll ich noch anpflanzen? Salat hast du? Salat habe ich nicht. Soll ich Salat anpflanzen? Ja, Salat wäre auch nicht schlecht. Alter, ich krieg den Pool niemals voll, Sansi. Ja, ja. Wie mach ich das jetzt? Ich hätte ja. Wieso Pool ist doch leicht. Ja, aber ich muss voll kriegen. Ja, Viskosin ist auch Altenpflegerin. Melle? Wieso? Hast du einen guten Tipp, wie man den mit Wasser voll kriegt oder was? Warte, nee, keine Ahnung. Ich komm mal vorbei. Nein, ja. Nicht cheaten. Das machen wir selber. Ich helfe gleich. Klar. Nicht cheaten. Aber... Nein. Don't do it. No, no, no. Sascha, bleib fern. Du Cheater. Wow, wie macht ihr das denn? Wieso? Was denn? Wasser reinfüllen. Verdammt. Wasser und kein Lava, Sascha. Ach nee. Mit Wasser auffüllen habe ich Erfahrung. Ups. Boah, ich muss jetzt gleich schlafen. Ups. Ja, Alexander ist Krankenpfleger. Jackie, gib mir mal einen Eimer. Oder habe ich noch einen Eimer gemacht? Hier. Hallo, Donut 1. Donut. Hier. Donut. Immer wenn irgendjemand kommt, der wie Essen heißt, alle mit dem Eimer los. Essen. Sascha. So, Leute. Wie? Ja, ich muss. Jackie? Was? Jackie, 10 Minuten noch. Dann machen wir alle Schluss. Nein, 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 Jackie muss. Was? 10 Minuten. Jackie. Ich bin. Ja. Komm, wie, dann machen wir. Ja. Wie, warte mal, wie, dann machen Jackie, wir alle hast Schluss. Hast du noch irgendwelche Blöcke? Hat Sunnyboy Gronk? Hey, lass den in Ruhe, das ist meiner. Da, was schon da? Jackie, hast du Erde oder sowas? Ich würde dafür, wir lassen Jackie mal verschlafen. Ja, 10 Minuten. Ja, 10 Minuten haben wir wirklich dann. Ich muss dann echt schlafen. Ja. Muss fit sein. Ja. In 10 Minuten will ich auch die Serie gucken. Folge 1. Okay. Echt? Wie Tod echt? Okay, dann muss ich aufhören. Ja, musst du dann auch in 10 Minuten. Guck dir ein Tod, du Lügen nicht. Ja. Du sagst, der ist gut, ne? Also, die ist gut. Ja, richtig gut, ey. Okay, ich hab Gold. Aber am Ende, ich muss ehrlich sagen, ich hab Gold. Wie am Ende? Ja, also, Ende von der Staffel wird richtig traurig. Oh. Hör auf! Ja, nein! Doch. Was, welche Jackie Sendung? Ist so voll der Spoiler-Boiler. Ja, das ist mies, ne? Ja, welche auf. Sendung? Ja. Der tote Mädchen lügen nicht. Ach so. Hm. Kenn ich nicht. Ich auch noch. Auf Netflix so eine Serie. Ich hab da eine Werbung gesehen, die sah so gut aus, also ein Trailer. Jetzt muss ich die unbedingt gucken. Habt ihr das Wasser hier gesetzt? Da kommt jetzt halt eine zweite Staffel raus, weil das so gut eingeschlagen ist. Das, Mitsuri Craft! Junior, für dein Follow. Ach, da gibt's nur eine Staffel oder wie? Ja. Aber die erste Staffel, die haut richtig rein. Ach so, echt? Es gibt nur eine, das wusste ich auch nicht. Ja, erstmal nur eine. Wer baut denn hier? Was ist denn hier los? Ich hab ne Idee. Was machst du da? Ich warte, ich muss eine Seite, also ich brauch mal hier hinten ein bisschen Platz. Hey! Helf mir einfach. Ich mach hier gerade Moment. Ich mach hier gerade Moment. Was denn? Hier, das ist mein Aufgang hier. Achso, okay, okay. Nee, ist egal. Nein, ist egal. Nee, ich weiß aber noch gar nicht, wie es aussehen soll. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Was? Nimm jetzt. Was denn? Die letzten Tage mit TS. Guck mal, was denkst du denn eigentlich hier von so? Hast du schon gesehen, was ich hier getan habe? Ja. Hä? Also, ich finde das gar nicht so schlecht, ne? Gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall. Nee, ich finde das echt gut. Nee, ich finde das echt. Ich finde das echt. Wow. Lass mal so. Ja? Gut. Ja. Guck mal, weil das hier oben ist jetzt? Nämlich eine Sonnenterrasse nebenbei. Hab ich mir gedacht. Findest du gut? Ja, bin schon fertig mit Wasser jetzt, oder wie? Nein. Da kann man von oben auch runter gucken. Wo seid ihr? Ja, hier, ne? Meinst du? Ja, hier hinten. Achso. Yeah.
bloß ja hier. Also ich wollte, ja. Dann kann man halt hier von hinten so rauf. Oh, ich hab noch eine Idee, ne? Man macht hier Schnee. Nee, warte mal. Hm? Wir haben noch Schnee und sowas, ne? Ja. Wir können ja so eine Skipiste machen. Hallo Justin, willkommen. Ja. Eine Skipiste? Oder? Ja. Hier? Ja. Nein, wieso? Eine Skipiste? Nein, nicht hier. Achso. Aber jetzt woanders hier ja. Irgendeine Stelle suchen und machen. Ja, darüber kann man reden. Oder eine Skihalle. Das ist, ja, das können wir machen. Ja, da kann man reden. Ja. Würde nicht so passen, Freibad neben Skipiste. Also, ich erstmal hier so ein. So, diese Arbeit hier, die macht immer hungrig. Ja. Habt ihr eigentlich schon Fear the Walking Dead gesehen? Nein. Nee, hab ich mal angefangen, aber war nicht so. Nee. Ich kann das nicht. Also jetzt wurde erst ab der dritten Staffel richtig losgehen, aber die ersten beiden Staffeln sind ja lame. Ja. Ja, jo. Da hab ich mir echt mehr von erhofft. Ich war auch wieder aufgehört, die zu gucken. Vor allen Dingen, da wird gesagt, dass es erklärt wird mal, wie das alles anfing. War gar nicht so. Und trotzdem, da wacht ein Drogenjunkie auf und trotzdem sind dann einfach Zombies. So. Ja. Glaubt ihr, das könnte mit Menschen auch passieren? Ja. Ich glaube, jetzt nicht unbedingt untot, also nicht unbedingt tot, aber ich glaube, dass es vielleicht ein Virus geben könnte, der die Gehirnzellen absterben lässt. Ja, und genau so wird es kommen. Ich bin immun und bin der letzte Überlebende, ich weiß, dass es so kommt. Oh, hör auf! Nee, dass die Menschen dann wirklich nur noch I am Legend. Dieses Fressverhalten haben. I am Legend, das ist ein geiler Film. Ja, so wo seid ihr jetzt? Ich bin auf dem Weg. Okay, dann musst du jetzt auch einmal hier nochmal gucken. Du hast auch noch gar nichts gesehen hier, oder, Ben? Wo seid ihr denn? Ja, hier hinten beim... Achso, du weißt gar nicht, wo die Wasserrutsche ist, ne? Wo denn? Nee. Wir haben einen Wasserpark hier hinten. Wo ist hinten? Sollen wir... Tja. Pass auf, du gehst bei dem Restaurant... Links. Genau. Sascha, du hast die Bäume entfernt von deinem Haus. Das gefällt mir nicht. Gronkh ist eine Meerjungfrau. Du bist eine Meerjungfrau. Hä? Haha. Ich hab die nicht zu einer Meerjungfrau gemacht. Wie geil ist das denn? Ist Jenny eigentlich auch eine? Sollen wir sie mal ins Wasser hüpfen und schubsen? Und da können keine Pakete rein. Warte, genau. Mal die Jenny. Jackie? Ja? Leider. Zombie-Apokalypse. Geh niemals nach Amerika. Da wirst du von jedem Nachbar für einen Zombie gehalten und abgeballert. Ja. I love the Walking Dead. So, ich bin jetzt bei so einem Spielplatz. Für meinen Eiskalotten. Ja, hier sind wir. Der gehört auch dazu. Ist doch so. Ich will meine Familie retten und das war's. Und wo soll jetzt Wasser hin? Das soll komplett aufgefüllt werden? Ja. Ich bin doch schon dabei. Mann, Jenny, jetzt geh. Aber du cheatest ja, Sascha. Jenny. Nee. Wo cheat? Also, ey, sag mal. Alles steht, Kopf ist auch cool, ja. Ich nehme die nur nicht jeden Eimer einzeln raus, ne? Der Cheater, du. Boah, dein Gronkh macht Geräusche, ey. Ups. Ich hab keinen Eimer mehr, Sascha hat meinen. Hä? Ja, ich hab einen hier. Wo bist du? Ja. Hier. Das hast du gerade gar nichts gebracht. Jackie, der liegt doch hier. Da. Achso? Ja, ich war schneller. Hä, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das reinmachen muss. An den Seiten. Erstmal an den Seiten und dann musst du nachher Brücken bauen. Im Endeffekt, um sowas zu filmen, musst du Ebene für Ebene machen. Ja. Oh mein Gott. Alter. Alf kann ein Lied davon singen. Ja. Oh mein Gott. Ey. Wow. Ja, fertig. Alter. Cool. Ja. Guck mal, Ben. Hier dein Eimer. Guck. Nein. Hä? Ja, nein, jetzt hab ich den blöden Eimer. Ich hab keinen Platz hier. Da. Guck mal, Ben. Hast du schon gesehen hier? Was? Na hier, guck mal hier so. Da gehen wir lang. Komm. Kann man da richtig rutschen? Schon wieder ein Eimer. Sansi, guck mal unten drin, ob man... Warte, Alf, bevor du rutscht. Hä? Okay, jetzt. Ui. Guck mal da. Hallo. Nicht kaputt hauen. Nicht. Guck, da kann man reingucken. Cool, ne? Ja. Hey! Mann, Jackie! Was denn? Wir müssen hier noch eine Leiter hinbauen. Ich hab keinen Fall im Bogen. Hier war Sascha hier. Guck mal, und hier ist nämlich das Restaurant. Genau, da kann man unten reingehen. Das ist so ein kleines Café, das müssen wir noch bauen. Dann kommt hier noch so eine kleine Theke hin und so. Guck mal hier, Ben, guck mal hier. Ja, ich komm. Guck
mal hier. Oh, ein Strand. Guck mal da. Hast du gesehen? Cool, ne? Yeah. Warte, wir machen ein Foto. Ich will ein Foto machen. Ja, der sieht doof aus. Ich weiß, aber Frauen dürfen sich hinsetzen. Ich habe keine besseren. Ich muss auch in der Mitte stehen, damit ich richtig in der Mitte bin. Sashi, komm mal. Ich guck doch. Hä? Ich bin noch nicht da. Ach, Ben. Servo. Hier, hey. So. Foto. Mit Lächeln. Ben, guck mal in die Kamera. Ja, da ist besser. Ja. Voll cool. Oh, wir müssen Ben echt mal ein Skin machen jetzt langsam. Ja, das sieht echt blöd aus. Wieso? Ich sehe doch toll aus, so schön. Ist gut geworden schon hier. Okay. Warte, nochmal hinsetzen, ich brauche auch ein Foto. Ach so. Warte. Okay. Live in the Woods, genau. Und DecoCraft und Custom NPCs. Kann man nicht eine richtige Wasserrutsche machen, so mit Wasser? Vielleicht kann man da sogar Wasser runterlaufen lassen, ne? Ja, das meine ich ja. Lass mich mal kurz probieren. Ich will mal hier. Geh mal. Also, ich wüsste schon, wie ich das mache. Wie denn? Ah, Dankeschön. Einfach Black für dein Follow. Ja, du kannst auf Schrägen kein Wasser platzieren. Auf was? Auf Schrägen. Ja, aber du kannst es so runterlaufen lassen. Hm. Du bist hier in Master. Ah, jetzt? Ja, siehst das du? Wollte ich auch. Aber. Oh. Aber es ist dann so unkontrolliert. Oh! Huch! Kann man nicht Zäune hier hin machen, irgendwie an die Seiten? Dass es da nicht so lang läuft? Ja. An der Garten hier. Ja, das geht. Das geht, aber es sieht trotzdem blöd aus irgendwie. Oh. Wieso? Sieht gar nicht so blöd aus. Findest du nicht? Nö. So? Okay. Warte, noch da. Was sind denn das hier? Bambusstängel da, die du hast? Ups. Hast du Bambusstängel da? Ja. Doch, das sieht blöd aus, weil er die Schrägen da auslässt. Nö, ach so schön, blöd sieht das gar nicht aus. Audi für dein Follow. So, jetzt. Und? Also von der Seite sieht's doof aus. Ja. Oder? Ja. Ein bisschen. Hey! Das funktioniert wenigstens ganz gut, ne? Wie sah das aus? Ihr sollt auch mal rutschen. Oh, das viel. Was? Genau, so kann man aber wenigstens rutschen. Das meine ich ja. Ja, dann lass mal so. Kann man wenigstens rutschen, aber es sieht doof aus. Ja, wir können es ja aber Zaun können wir es doch irgendwie ein bisschen retuschieren. Aber du kannst ja dazwischen nicht, auf der Schrägen kannst du nicht bauen. Können wir da gar nichts hinbauen? Hier... So, guck mal, wir rutschen jetzt mal. Kann man dann nicht auch Ski irgendwie machen, dass man dann mit dem Skifahrzeug darunter. Ja, nee, aber das machen wir doch. Nein, wir machen doch einen Freizeitpark damit. Ja. Ja. Kannst du mal von Haribo die Kirschen? Klar. Ah, dankeschön, A4B4, klar, für dein Follow. Ich esse sie gerade. Naja, können wir beim nächsten Mal können wir das ja zu Ende machen. Hä, aber was? Ich will eh noch ein Babybecken bauen und dann will ich noch eine Terrasse. Wie können wir denn das jetzt? Wir können ja auf der Schrägen können wir jetzt keine Dinger bauen, oder? Ja, aber wir können ja auch, guck mal, wenn man den Zaun von außen hochzieht. Ach so, ja. Genau. Wie sieht das aus, was ich mache? Was machst du denn? Wo bist du denn? Wie ein Affe auf seinem Rädchen. Ach, da. Ja, der muss ja auch noch fertig hier gebaut werden, der. So, jetzt hast du hier hängend. Mal guck, so meine ich das. Ja. Ja, und dann immer weiter höher und dann ist das doch verdeckt. Wenn man so einen dicken dann nimmt, ich habe keinen Hammer. Dann die unteren vielleicht wieder wegnehmen? Genau. Hm.
Tag, Drache. Das sieht ja aus, ich weiß nicht. Hallo, der Randy. Man kann ihn nur noch dicker machen. So, dass es zu ist. Weißt du, ich meine? Gib mir mal deinen Hammer. Willst du es komplett zumachen, oder was? Ja. Die Dinger hier, meinst du? Ja. Aber es sieht doch doof aus, oder nicht? Ja, wenn das noch höher ist, nicht. Und wenn das verkleidet ist, auch nicht mehr. Das verkleiden wir dann in den Blau und dann ist es weg. Oder? Ein Glas wäre es cooler. Ja. Aber dann sieht man es halt wieder. Ja, aber dann sieht das ja gar nicht mehr aus wie so eine Rutsche. Ich habe sie ja extra so. Natürlich sieht es nur aus wie eine Rutsche. Hä? Das ist eine Rutsche mit Zaun, damit niemand runterfallen kann. Ich kann mir irgendwie ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was du da willst. Also. Geh mal, so. Willst du es bis ganz unten machen, oder? Nee, nur so, dass man halt die Sachen da nicht mehr sieht. Gute Nacht, grünen Tee. Gute Nacht! Hey, Geronimo Strummy! Hallo, Geronimo! So. Nein! Das wollte ich nicht. Ich wohne in Hamburg. Ja. Man kann ja dann doch ein paar zwischendrin, muss man, glaube ich, doch. Guck mal, liebe Freunde, ich werde hier den Stream jetzt beenden. Dann sie, wann streamen wir wieder? Ja, yeah, genau. Ja. Yeah. Ich weiß es gar nicht so. Wann denn so? Ich weiß nicht, ob wir es morgen schaffen oder nicht. Au! Schaffen wir Tanti. Das oder nicht? Lass da mal einen Durchgang. Nein. Da, Durchgang. Durchgang. Hä? Dass man hier durch kann. Ach so. Okay. Vielleicht kann man den auch wieder wegmachen. So. Oh, guck mal. Jenny hat sie jetzt auch. Guck mal, sie ist auch eine Meerjungfrau. Guck mal, Jenny ist eine Meerjungfrau. Jenny? Ach, guck mal. Tatsache. Sie versucht da hochzuschwimmen. Na ja. Nasse. Na. Na gut. Ja. So, an okay, alle, die hier noch dabei sind, ich sag mal gute Nacht an den Stream, an den Chat. Bis zum nächsten Mal. Mein Tschüss. Wohnzimmer ist fertig. Ciao. Ich muss mal kurz gucken, ob dann. Was passiert denn, wenn ich das jetzt hier abbaue? Also, wolltest du einmal gucken bei mir? Ja, was? Wo? Wo? Bei mir im Wohnzimmer. Bei dir im Wohnzimmer? Warte. Hm. Das will ich aussehen. Ui. Ich bin immer noch im Stream. Wir gucken jetzt nochmal kurz Bonus, TDC-Bonus. Ja, und dann gehe ich auch ins Bett. Ich muss schlafen. Ah, 20 mach noch bis 3. Bis 6. Bis 3 mache ich noch, ja. Bis 3 mache ich noch. Bis 6. Hä? Wo läuft denn lang? Weiß ich nicht. Was ist denn das hier? Ein halber Baum? Nee, das geht aber nicht. Jackie geht schlafen und Sassi macht noch. Nee, ich mach jetzt auch nicht mehr, weil Ben wollte ja noch was gucken hier. Ja, natürlich. Ups. Hey, was du da? Oh. So. Huch. Verheddert. Aua. Verschau. Es ist 3. Was? Los? Ja, wir hören jetzt gleich auf. Ich habe jetzt nur TTC-Bonus. Ich glaube, wir haben den Komplettsatz voll. Wir gucken mal. Hier Sascha. Oha. Ben Couch Potato. Warum tut das so? Der Kopf?
Ja, der hat die Dings noch nicht übernommen. Okay, was ist das denn hier? Was denn für ein Haus? Ach so. Krasser Scheiß, ey, was es alles gibt. Wow. Volles Weinregal. Wow. Alter, wie hast du das alles gebaut? Wo hast du denn die ganzen Farben her? Bist du hier immer... Alles vorhin gesammelt? Du kriegst ohne Ende da aus dem Stack. Wow. Und Ton? Ich hab dir ja vorhin meine Reste noch zugeschmissen. Und Ton? Ben Couch Potato. Den Ton, den kriegst du doch auch so, ne? Hast du gerade gegen dich selber gekämpft? Ben. Oh. Die Taschentücher, geil. Jetzt sieht Ben geil aus. Und Ben war zu lange in der Sonne. Oh. Hallo Ben. Das ist aber ein ganz schön kleiner Keller, ne Sascha? Da kenne ich Größeres. Was sagst du? Ich kenne größere Keller. Ah, das ist ja nicht normal, was du da hast. Das ist ein Bunker. Muss mal nach oben gehen. Alter. Hallo Pascal. Mach mal Rechtsklick auf Bärbel. Bärbelküche. Das kann ich sie bezahlen und sie macht mir was, oder wie? Aber bitte nicht mit Gold bezahlen, essen, das ist viel zu teuer. Ich mach dir lieber was selber zu essen. Oh, die Brücke ist ja mega nice. Ach du, ey. Die Brücke ist ja geil. Da muss man hier oben gucken. Hier oben ist viel geiler. Die Brücke ist geil, ne? Alter, ja, Aquarium, geil, ey. Na, guck mal, wer da liegt. Jackie. Hm. Aus eigene Domina. Oh nein, der Aufpasser brennt. Der Aufpasser brennt. Der Aufpasser was? Brennt. Wer brennt? Der Aufpasser. Ja, nein, er will sterben. Dann. Nein, was ist denn das für nicht. Komische Zaunelemente hier? Oh. Nein. Schlag ihn mal, Tansi. Nein, ist so. Er will einfach. Schlag ihn mal da weg. Die Zaun. Hör auf, für mich zu schlagen. Welche, die hier? Ja. Alter, da fehlt noch ein braune Arsch. Wolle drin. Jackie. Wir rennen einfach durch. Oh, was macht ihr? Das ist ein Arsch. Was macht ihr? Wieso hat sie den Aufpasser gehauen? Ja, weil er gebrannt hat. Ah, wo seid ihr? Ja. Der hat sich in dein Feuer dargestellt. Der hat sogar einen Laptop hier, ey. Tanzel, der Stürmi hat einen guten Vorschlag gemacht. Du sollst mal alle Mods erstellen. Alle also Mods? Aus dem Chat alle Mods. Ah, lass mich ra. Okay, der Aufpasser. Komm her, komm. Ich würde aber irgendwann. ich werde sowieso irgendwann nach und nach alle anderen scheiße, machen. Aber ich dachte, 2000 HP, Alter. Wie lange soll ich da drauf wichsen, ey? Aber achso, hallo Flipper. Alter, die Brücke sieht cool aus. Aber ich dachte immer, wir machen das so. Da jetzt nicht hängen. Wenn wir halt immer bestimmte Anzahl an Likes erreicht haben, dann erstellen wir immer wieder einen. Hm. Und die Anzahl lautet? Wir haben vorhin einmal bei 100, dann haben wir bei 150. Dankeschön, Felix und Robin, für den Follow. Schlag mal den Aufpasser tot. Wie viele Likes habe ich jetzt gerade? Das ist ein Aufpasser. Wie viel? Ja, da. 170 zu 126 ergibt fast 196. Das heißt, 4 fehlen noch und dann haben wir 200 gesamt. Ey, der guckt mich so crazy an, ey. Wer heißt denn die umsonst Aufpasser? Ey, der ist aber ziemlich penetrant, ey. Gute Nacht, Zuckerboy. Gute Nacht, Zuckerboy. Er doch, also wir nicht. Machen das auf jeden Fall, Stürmi, das wird ja nacheinander auf jeden Fall noch erstellt. Der brennt wieder. Also vielleicht streamt sie morgen Zuckerball, weiß sie selber noch nicht. Vielleicht, ja. Vielleicht merkst du es, vielleicht kündige ich es auf Instagram an. Genau, auf Insta kündige ich es an, sonst auf Facebook kündige ich es mittlerweile auch an. Und auf Twitter oder auf YouTube selber auch. Ey! Aber das sieht man dann vorher immer schon so eine Ankündigung. Ich hab's auch verschwert, also so bleibt so flauschig hier. Ich hab's verschwert. Nee, warte, ich guck mal in meinen. Ah! Was
Nein, das sieht total pervers aus. Das sieht total pervers aus. Was macht ihr denn da hinten schon wieder? Ich bleib jetzt hier beim nächsten Mal direkt zum Kochen. Guck mal hier, Sascha. Was denn? Stell dich nochmal so dahinter. Aufräumen. So, knattert er Zanze 2.0 oder was? Ja. So, ich werde mich jetzt hier auch mal verabschieden, glaube ich. Das war genug TTC-Bonus. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Ist das Ding am Hallo, Stöhnen? Ich sag gerade tschüss. Ja. Ist das Vieh echt am Stöhnen? Ja, hab ich gemacht. Alter, ihr seid so fettig, ey. Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön fürs Helfen an die, an die Mods. Danke an euch bitte. Fürs dabei sein. Hallo. Ja. Jackie, Sascha, Ben. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream und beim nächsten Let's Play. Mal gucken, ich wahrscheinlich erstmal wieder einen Stream. Ich lade hier wieder gestückelt hoch. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wo ist mein Aufpasser schon wieder hin?